Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zaubererzunft, zu Battle Mages, Sign of Darkness. Ja, wir wollten mit unserer Armee der Toten töten gehen. Wir wollten das Menschendorf da hinten zerstören, so gut wir können. Weil die sind ja jetzt unsere Feinde. Wenn wir sie zerstört haben, wollen sie vielleicht wieder Frieden mit uns. Oh, Ogerschmetterer. Na komm her, Ogerchen. My troops are under attack. My troops are under attack. Das Problem ist, da sind mehr als nur einer. My troops are under attack. Aber sie geben Erfahrungspunkte. Was immer schön ist. So, umzingelt sie, tötet sie. Schade, dass ich sie nicht wieder erwecken kann. Schade, dass ich sie nicht übernehmen kann. So, noch mehr Rohstoffe für uns. Hier oben ist auch was. Ja, kleines Skelett. Okay, Gold zum Aufheben, ein kleines Secret für uns. Können wir dann aber auflösen, huh? So, hallo Freunde. Macht euch bereit zu sterben. Ich kann tatsächlich das Gegengift abgeben, obwohl sie mir feindlich gesonnen sind.
Und ja, da ist ein Magierkundiger dazwischen. Der macht schon ein bisschen Schaden hier. So, wir haben Zeug aufgehoben. Feuerballschriftrolle. Nichts. Nichts. Das Gegengift, was wir dachten. Ah, eine Wissensschriftrolle. Noch eine Wissensschriftrolle. Gut. Das heißt, wo begeben wir uns am besten hin? Gut, da ist noch ein Naturknoten. Also wenn wir zu Aldrogov gehen, den Naturknoten da daneben, den haben wir noch nicht gesäubert. Was ich jetzt aber gerade mal gucken möchte. Die sind neutral. Briston ist neutral. Enschendorf ist tot. So. Wenn ich euch beide zusammenziehe... Dann würde ich sagen, nehmen wir unsere Untoten noch, um den Naturknoten tot zu machen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, jeder Trunk nimmt gerade eine Bevölkerung in Anspruch. Genau, all unser Geld für Frieden? Nö. Mit der Menschenfesse können wir nichts anfangen. Die wollen immer noch Frieden mit uns, aber ne, unser Geld kriegen die nicht. Und ja, mit Roll bzw. Garfo und dann Gartok. Ja.
sollte auch kein Problem damit haben, die Menschenfestung hier, die eigentlich auch nichts weiter ist als ein Menschengefängnis, Platz zu machen. Wichtig ist nur, dass ich nicht wieder in irgendwelche Menschen laufe. Orklager. Habe ich da hinten ein Orklager übersehen? Naja, Tatsache, da oben ist ein Orklager, aber wie kommt man da denn hin? Drogov hat nichts mehr für mich. Briston hat auch nichts für mich. Die haben sowieso nichts. Ein Goblin-Geschäft will nichts von mir. Die haben den Frieden wieder zurückgezogen. Ja. Gucken wir mal, wie wir zu dem Orklager kommen, wenn ich das Orklager anklicke. Hintenrum? Irgendwie? Ja, Tatsache, hier rum, hier an der Menschenfestung vorbei. Wenigstens laufen meine Untoten mittlerweile wieder normal. Und ja, ich kann hier in Alt-Rogov dann Truppen anheuern, die in der Lage sind, mit meinen das Zeug zu holen und in den Städten zu interagieren. Und wenn ich sie dann nicht mehr brauche, wenn ich alles habe, kann ich sie immer noch in Untote verwandeln. Kann dann zwar nicht unbedingt die Orkskelette, jedenfalls einen Trupp der Angeschlagene. Den nicht Angeschlagenen ziehe ich zu den meinen anderen beiden zurück. Oh, Bärengrube.